Hallo, dieser erste Videoblog-Eintrag sollte eigentlich über Glastonbury und die Drachen sein, was am letzten Sonnabend stattgefunden hat. Leider konnte ich das nicht machen, weil, ja, hier kommt nämlich die Geschichte. Hier kommt die Geschichte von gefährlichen Häusern aus viktorianischer Zeit. Ich war in meinem Garten gewesen und wenn man in meinen Garten geht, muss man drei Steinstufen hochgehen und wieder runter. Und das ist Maya, meine Hündin. Sie sagt Hallo. Nur die Nase sieht man. Und jedenfalls war ich dort, habe ich so ein kleines Gartenhaus. Wunderhübsch, es sieht sehr bayerisch oder österreichisch aus. Und da war ich mit einer Freundin drin und es wurde schneller dunkel, als ich gedacht hatte. Und ja, mit Gepäck und Maya im Arm bin ich dann über die Stufen gefallen. Habe ich eine Stufe irgendwie verpasst und bin hingefallen und habe mir beide Knöchel verstaucht. Das ist keine tolle Sache, weil einer ist schon schlimm, aber beide ist anstrengend, denn überhaupt irgendetwas zu machen. Aber jetzt geht es schon besser. Und ich habe mir die Zeit dann genommen, um in YouTube irgendwas zu sehen über viktorianische Häuser und kam auf einen Beitrag von einer Historikerin, die, das ist so ein 9-Minuten-Video, ich werde das Video auch verlinken, wo erzählt wird, wie gefährlich die Häuser damals waren. Dass es extrem viele Unfälle, Todesunfälle gegeben hat in viktorianischen Häusern. Der Grund dafür war, dass durch die Industrialisierung die Häuser immer schmaler wurden und immer höher und dadurch die Treppen immer steiler, weil immer mehr Menschen in die Städte gezogen sind. Und da wurde dann an allem gespart und vor allen Dingen auch an der Trittfläche. Und es war eigentlich ganz egal, ob man nun alle Stufen im selben Abstand hat oder nicht. Wozu braucht man Treppengeländer? Das ist überflüssig, kann man auch sparen. Und dadurch sind besonders auch die Frauen mit ihren großen, langen Gewändern da, sind die runtergefallen und sind sehr viele Todesunfälle gewesen. Und ja, dann habe ich mir unser Haus auch mal angeguckt. Musste ich ja, weil ich kaum die Treppen, mein Badezimmer ist im ersten Stock und ich konnte kaum hochkommen. Ich bin mit den Knien irgendwie auf den Treppen hochgekommen und hoch runter ging anders. Und da habe ich dann festgestellt, dass die Stufen auch nicht den richtigen Abstand haben, immer denselben. Und dass die Trittfläche, das wusste ich schon vorher, weil ich gehe nur seitwärts runter, dass die Trittfläche, dass du nicht einen ganzen Fuß raufpacken kannst. Und das ist eine sehr wackelige Angelegenheit. Und es ist nicht so, dass die damals nicht wussten, wie man das hätte besser machen können, weil jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie der hieß, weil nämlich ein Peter Nicholson, schon 1847, das war ein Architekt, mathematisch ausgerechnet hat, welche Treppen am wenigsten gefährlich sein würden. Nur daran gehalten hat man sich kaum und nicht in diesem Haus. Also werden wir das ein bisschen umändern, zum Beispiel Treppengeländer anbringen, was vielleicht eine gute Idee ist, und draußen das noch ein bisschen sichtbarer machen. Mal sehen, was man da noch machen kann, dass man da nicht die Stufe verpasst und dann sich hinlegt. Ich habe ja noch Glück gehabt, dass ich mir nichts gebrochen habe. Und ja, ich habe sehr viel Reiki gemacht und Arolo, falls das Leute kennen. Und ja, positive Gedanken. Mir also vorgestellt, dass das alles ganz gut wird. Und jetzt haben wir Montag, der vierte Tag. Ein paar Stunden ist es 4 Tage her. Muss ich sagen, ich kann schon ein bisschen wieder laufen. Die Schwellungen sind runter. Und das eine Fuß, der war extrem geschwollen und blau und alles Mögliche. Und ich habe mir solche, ich weiß nicht, ob die Bandagen heißen, das sind keine Verbände, das sind solche Dinger, die man um Fuß macht, um das zu stabilisieren. Aber trotzdem muss ich noch sehr viel hier im Bett rumhängen und den Fuß hochhalten, beide Füße. Und deshalb sieht das auch so ein bisschen kunterbunt hinter mir aus. Ich hoffe, dass ich im Mai nicht wieder irgendetwas habe und das wird auch nicht passieren. Und aber ich möchte diesen Videoblog weiterführen und zwar mehr über Glastonbury erzählen und was ich hier mache und was alles so passiert. Und der nächste Beitrag wird sein 5 Dinge, warum es sehr schön ist, in Glastonbury zu leben.
Also, wenn ihr Lust darauf habt, bitte abonnieren. Und wenn ihr mir was sagen wollt, schreibt mir einen Kommentar. Danke, tschüss.